Jo und willkommen zu einem weiteren Video von Pokémon Go, Guys. Endlich geht's weiter. Ich habe so ein bisschen Traffic am Start. Das nutze ich auf jeden Fall noch aus. Ich habe es mal ein bisschen verlängert. Man kann ja auch Traffic verlängern. Für die Leute, die das nicht wissen, ich hatte eine kleine Internetpause, deswegen keine Pokémon Go Videos. Aber jetzt können wir auf jeden Fall loslegen. Vor unserer Nase auf jeden Fall eine Arena. Die ist aber noch ein bisschen weit weg. Die wird gerade bekämpft. Im Umkreis ist nur Crap am Start. Es hat sich vieles getan vom letzten bis jetzt diesem Video, muss man schon sagen. Zum Beispiel die Fußstapfen sind jetzt weg. Dafür sind irgendwelche Pflänzchen da, aber die sind nur als Design da. Die haben jetzt keine große, ja, die ist keine große Hilfe, sag ich mal. Okay, vor mir ist ein Oldtimer. Oh yeah. Naja, Fakt ist, ich habe auf jeden Fall ein paar Pokébälle. Ich bin Level 16, Freunde. Ich nenne mich der 17. Und ich werde auf jeden Fall diese Rubrik weiterverfolgen. Wohin sie uns führt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber das Spiel entwickelt sich ja immer weiter. Auch wenn, sage ich mal, der krasse Hype jetzt ein bisschen gesunken ist. Das heißt, die Nicht-Pokémon-Fans, die sind jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Und die Pokémon-Fans, die auf jeden Fall nur auf das Spiel gewartet haben, die sind natürlich noch aktiv am Start und ich natürlich auch. Naja, gut, Freunde, es ist auf jeden Fall tagsüber, endlich mal. Ich laufe auch mal die Straße runter. Man sieht hier auch, wenn man halt natürlich die anderen Videos mal verfolgt, überall einen Spot. Jetzt bin ich hier, ja, sag ich mal, ein bisschen in der Wohnsiedlung und ja, hier sind nicht überall Spots. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere auch da so Probleme hat. Aber da geht man halt in die Stadt oder so, zu irgendeinem Event. War ja vor kurzem Gamescom und dann konnte man auch in Köln rumlatschen und vielleicht auch ein paar Pokis fangen, ne? Das geht natürlich auch. Zwar in der Gamescom selber drin nicht, aber außerhalb halt, ne? Das geht auf jeden Fall. Und es ist ruhig, ne? Also in der Stadt selber ist der Nachteil jetzt für mich, fürs Aufnehmen, dass es sehr laut ist. So, ich guck mal kurz. Level 12. Level 21. Das kriegen wir hin. Falls ich da irgendwie hinkomme, das kriege ich hin. Oh, hier ist mal ein fetter Endgegner. So, mir sind die Bälle ausgegangen, Freunde. Ich wundere, dass ich hier mit Superbällen schon abgehe. Weil ich halt nicht mehr zu den Spots latschen konnte. Kein Internet auf Handy. Oder halt beschränkt. Und das reicht leider für Pokémon Go da nicht aus. Jetzt geht's aber noch. So, das gute Ding werde ich verschicken. Das ist auch neu. Also man verschickt das jetzt hier drüber. Jupp. So, vorher war das halt runterscrollen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht verbuggt ist. Dann macht das Ganze nicht mehr Spaß. Komm, das krasse Viech hier will doch einen Professor auf jeden Fall haben, oder nicht? Wer will das schon nicht? Ne? Wer will das schon nicht? Nice! So, wir nähern uns der Arena. Könnte theoretisch dahin, mal gucken. Das ist eine Schule hier oder irgendwie sowas. In der Art. Deswegen könnte ich mal da jetzt mal hinlatschen. Die wird auch angegriffen. What the fuck, ein Ibitak. Aber ich Ibitak habe ich schon mal gefangen, ne? So, Ibitak, rein mit dir, mein Freund. Wird angegriffen, aber ich sehe keinen Mensch. Wahrscheinlich aus dem Haus. Es geht hier wahrscheinlich. So, Team Gelb. Das wird eng. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, Freunde. Man sieht, dass Hypno auch da ist. Der kann natürlich helfen. Das ist ein bisschen unfair, aber das kriegen wir hin. Okay, das war ein krasser Schlag. So. Electek ist am Start, Freunde. Das habe ich vor kurzem gefangen. Ziemlich nice gewesen auf jeden Fall. Oder aus dem Ei. Ich bin jetzt nicht mal sicher. Ich glaube sogar aus dem Ei. Nice. Den Endgegner haben wir auf jeden Fall weggehauen.
krass. Wir können die direkt einnehmen, Freunde. Dann platzieren wir uns einfach. Die Arena ist weit entfernt. Gut, dann müssen wir ein bisschen näher rangehen. So, gehen wir mal ein bisschen hier ran. Jetzt hier. Wo zum Teufel? So, irgendein Gaun hat mir das weggenommen. So, peppeln wir die mal auf. Alter, ist das hier warm. Ich bin an der 30 Grad Sonne dran. So, auf geht's. So, mach mal. Genauso. Wasserschwäche auf jeden Fall vom Feinsten. Und ist auch nicht schwach, stark. Von daher ist das ein sehr schneller Fight. Wir nehmen die Arena mal schnell ein. So, das haben wir dann auch geschafft. Einfach mal ein bisschen eingenommen. Halten kann man sie natürlich auch, wenn man halt das Ganze mal ein bisschen hochpäppelt. Aber dafür will ich jetzt hier nicht stehen, weil es ist einfach sowas von heiß. 30 Grad, keine Wolke im Himmel, auf dem Himmel, aber die Sonne knallt und ich habe ein schwarzes T-Shirt an. Nicht so praktisch, würde ich mal sagen. Destination gehen wir mal einfach mal runter und wir haben auf jeden Fall was platziert. Wir haben Team Gelb und Team Rot einfach mal weggeklatscht und jetzt kommt ein Düsenjet hier vorbei, weil er mir gratulieren möchte, dass ich die Arena eingenommen habe. Natürlich, glaube ich, zumindest jetzt, komm! Nein, doch nicht, das ist ein Eiswagen, Eismann. Oh, jetzt hätte ich eigentlich schon Bock auf ein Eis. Das wäre nicht verkehrt. Ja, generell, wie gesagt, werden auf jeden Fall mehr Videos kommen in diesem Bereich. So dass wir die Updates verfolgen, dass ich euch informiere, was jetzt neu ist, was nicht. Fakt ist, die haben jetzt halt ein bisschen bugfreier gemacht, das Ganze. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ich finde diese Schritte weg, dass sie weggemacht haben, ein bisschen schade. Das ist eine gute Idee. Vielleicht wäre das eine bessere Idee mit einer Meteranzeige, so 50 Meter von dir ist etwas. Und dann die Richtung, links oder rechts, irgendwie sowas in der Art. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber nur gut, ist halt so. Ganze nichts machen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video und dann sind wir woanders wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich noch von Köln streamen und so ein Kram, aber kein Traffic. Das meiste ging halt für Twitter und Co. raus und dann hatte ich auf einmal nichts mehr, nur so ein Popelnetz und damit kann man nichts machen. Gut, Freunde, wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall mal bewerten oder auch natürlich kommentieren, wenn ihr Fragen habt oder sonst was. Sonst schaut auf meiner Twitch-Kanal vorbei. Pokémon Stream 24 Stunden, 7 Tage lang. Einfach mal vorbeischauen. Hier unter dem Video findet ihr den Link. Also bis hierhin, euer Zacharias. Ciao.